Hallo liebe Leute und willkommen bei Because Gaming is Fun und unserem neuen Projekt, oder was heißt neues Projekt, ich glaube wir haben es schon mal gespielt, aber noch nie aufgenommen, StarCraft 2 mit Sascha. Oh ja, hallo. Und wir haben gerade mal so zwei, drei Testrunden gespielt und festgestellt, dass wir beide erstmal absolute Noobs sind. Deshalb haben wir gedacht, wir machen jetzt erstmal 2 gegen 2 gegen die KI, während wir aufnehmen. Die Computer stehen auf Mittel. Das wollen wir gerade mal testen. Auf Leicht haben wir sie platt gemacht. Auf Mittel mal schauen. Wir spielen ein Standard-Match. 2 gegen 2 halt. Spieltempo normal, weil wenn wir auch schneller oder schneller spielen, dann kommen wir beide nicht mehr hinterher. Feste Allianzen und Privatsphäre normal. Das heißt also, keiner kann was vom anderen sehen. Nebel des Krieges und so weiter. Ich spiele Protoss. Sascha will Terraner spielen. Das Ganze aus meiner Sicht. Und die Computer werden zufällig. Und die Karte ist Graustein-Klamm. Kennen wir aber beide auch noch nicht. Richtig. Oh, vermutlich wird Krischi allein alles platt machen. War in den anderen Testrunden meistens auch so. Ja, ich bin noch am Aufbauen, Krischi greift sich schon an und macht sich kaputt. Okay. Ah, wir haben eine gemeinsame Rampe, das ist gut. Das heißt, wir können uns verteidigen, verschanzen. Ja. Gerade du mit deinen schönen Bunkern und Panzern, Belagerungspanzern. Jo. Okay, also bitte erwartet jetzt echt kein qualitativ hochwertiges Gameplay von uns. Das ist so. So sieht's aus. Wir üben StarCraft. Ja. Genau. Folge 1 wird auch heißen, wir üben StarCraft, ja. Wenn ich dran denke. Da werde ich wohl dran denken. Also wird's nicht so heißen. Doch, da werde ich wohl noch gerade so dran denken. Ich gucke ja auch immer nochmal in die Aufnahme rein. Ach guck mal, wir können auch Sascha sehen hier unten. Das ist gut. Hallo! Hallo! Warum steht denn WWF da blöde rum? Ja, weil ich gleich eine Raffinerie eigentlich bauen wollte, aber... Fang doch mit dem Depot an, dann kannst du erstmal weiter WWFs bauen. Das ist ja Blödsinn. Ich glaube, das ist so Standard. Erstmal Depot, Pylon, Overlord, was für eine Rasse man halt auch immer spielt. Und dann kannst du halt erstmal weiter ausbilden, um mehr Leute zu kriegen. Das ist ja Blödsinn. Was? Lass mich eine Sonde bauen. So. StarCraft 2, wem das jetzt überhaupt kein Begriff ist, ist ein Echtzeitstrategiespiel. Eins mit drei Völkern. Es gibt die Protoss, die Terraner und die Zerg. Alle drei spielen sich sehr unterschiedlich und sind trotzdem irgendwie gleich stark. Also zumindest in der Theorie. Und dafür ist das Spiel halt so extrem bekannt. Zu Recht. Und Sascha spielt hier die Terraner, das sind die Menschen. Richtig. Ich spiele die außerirdische Rasse Technologieform. Ja, genau, Technologieform. Sehr hoch entwickelt. Und dann gibt's noch die Zerg, was richtige, ja, Parasiten, Außerirdische sind. Ja, ich glaube, die sind ja sogar von Menschen erschaffen, ne? Wenn ich die Kampagne richtig mitgekriegt habe, dann sind ja die Zerg irgendwie ein Unfall der Menschen. Quasi. Okay. Meine ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und der Gegner sitzt irgendwo hier oben. War da nicht nur ein Mensch, der mal zu einem Zerg irgendwie mutiert war oder sowas? Also ich habe die Story ja noch nicht wirklich durchgespielt, von daher, ich kann da nichts zu sagen. Ja, nee, ich glaube, das war auch in Teil 1 eher die Erklärung, also... Oh Gott, Teil 1 liegt zu lang zurück. Ich glaube, habe ich mal durchgespielt, aber boah. Teil 1 ist bei mir auch schon ewig her. Vor allem, wenn man das heute spielt und die Komfortfunktion von Teil 2 hat, dann ist das sowieso so, okay... Irgendwie ist das Spiel ganz schön unkomfortabel. So, als Protoss muss ich immer hier diese Pylonen bauen und nur in diesem Energiefeld kann ich dann Gebäude errichten. Das ist bei den Terranern anders. Ja, ich kann eigentlich überall bauen, brauche allerdings diese Versorgungsdepots, um neue Einheiten bauen zu können. Genau, das sind bei mir die Pylonen schon mit. Also da oben ist das Bevölkerungslimit. Es gibt zwei Ressourcen, Mineralien und Vespingas. Richtig. Und ich glaube, ich brauche noch zwei Sachen mehr. So, komm, mach hinter hier. So, ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt gleich wirklich machen möchte. Ich glaube, wir bauen erstmal. So, ich sammle alle Truppen schon mal da unten. Du weißt auch, mit Steuerung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kannst du dir die Sachen gruppieren, ne? Da kannst du zum Beispiel dann auch deinen Nexus, dein Gebäude reinlegen und wenn du dann... Okay. Da klickst, dann kommst du immer direkt darauf oder du kannst damit deine Armee gruppieren oder so ein Kram. Ich
mache das auch immer so, ich nehme beide Kasernen. Oder beide, bei mir sind das ja hier Warp-Knoten. Hä? Was ist hä? Steuerungsgruppe allein derzeit. Kann man so eine Steuerungsgruppe auch wieder löschen? Ich glaube, du kannst sie nur überschreiben, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Wie geht denn das? Habe jetzt gerade mal Steuerung 1 gedrückt, jetzt hat er mir dann WBF reingesetzt. Ja, wenn man einfach. WBF ist doch auch nicht schlecht. Nein, macht er aber nicht. Was? Er baut mir da kein WBF. Oder sucht er dann nur. Nein, du hast jetzt ein WBF angeklickt? Nee, eigentlich war ich auf meiner Kommandozentrale und habe da Steuerung 1 gedrückt. Dann müsste das jetzt. Du siehst doch das Symbol, was da drin ist. Ja, da ist ein WBF zu sehen. Oder ist das ein. Nee, Quatsch, das ist meine Kommandozentrale. Ah! Aha, Sascha hat Feuer gemacht. Ah! Er beginnt zu begreifen. So, ich sollte mal. Nein, oh! Kommen hier zum Glück nehme ich nicht auf. Ich bin gerade auf meine Windows-Taste gekommen. Erstmal spielen wir hier. Jawohl, sehr gut. So, ich baue dann auch mal eine Kaserne langsam, wa? Ja, bitte. Ich glaube, der Gegner kommt auch bald. What? Könnte ich mir vorstellen. I say what, but. Ja. Hab ich den Lichtpunkt gesetzt? Nur von dem einen. Das sind beide hier, ich glaube. So. Ja, habe ich das Gefühl, die Terraner bauen deutlich langsamer als. Das kommt mir so vor. Kann sein, Balance bezieht sich auf alles Mögliche. So, zweite Basis hier mal. Komm, go, go. Ja. Willst du da. Huch, ist das schon Feind? Tatsache, da ist ein Zergling. Huch? Ja, aber der will nur scouten. Und da kommt. Nee, oh. Doch, da kommt noch ein Scouter. Das heißt, also, wir spielen gegen Zerg und Protoss. Richtig. Aber den lassen wir hier gar nicht erst rein. Aber, wenn der jetzt ankommt mit meinen vier Berserkern, kann ich da leider nicht viel ausrichten. Ja. Ich brauch gleich mal ein paar Hetzer, aber dafür brauch ich Kybernetik-Kern. Dafür brauch ich 150 Mineralien, die habe ich natürlich gerade nicht, da hab ich nicht aufgepasst. Komm, zack, 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 go, 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 hier. So, ich werde schon mal erste, Bunker da hinsetzen. Möchtest du den gesamten Platz da unten haben oder soll ich da auch noch eine zweite Basis hinsetzen? Da? Ja, also da. Ja, ja, ja da sind da, ja zwei Mineralien. Dich. Das ist für okay. Dich. Alles klar. Auf jeden Fall sollst du dich da ausbreiten. Alles klar. So, jetzt brauche ich nur mal ein paar Einheiten. Komm, mach schnell das Tech, den Reaktor hier. So, jetzt können wir gleich den bauen, aber. Wie sieht's denn bei Sascha aus? Sascha hat mittlerweile eine Kaserne, baut sich da so ein Ding ran. Da baut er noch irgendwas, das kann ich aber gerade nicht sehen. Das ist diese. Es wird auch noch eine Kaserne. Gut, dort baut er sich ein paar Depots hin, jo. Alles klar. Ja, ne, durch den Reaktor kann man nämlich immer zwei Einheiten gleichzeitig bauen. Das ist ganz praktisch. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Boah, ist das lange her. So, zack. Ah, fertig, sehr gut. So, und dann noch ein Bunker hin. So. Jetzt können wir ein paar Hetzer ranwarpen hier. Sehr schön. Und dann brauchen wir auch schon langsam ein, was war das? Zirkel des Zwielichts. Ab dafür. Plonk. So, okay. Du baust direkt mal noch ein Depot. Ach ja. Ach ja. Ich bin hier in den Schatten. Oh! Uiuiui! Uiuiui! Aber no problem. Alter Schwede, schnetzest du die weg. Gott sei Dank, ey. Oh, meine Einheiten sind auch fast tot!
Hoi. Ah, Sascha hat den ersten Bunker besetzt. Das ist gut, das ist gut. Ach, was hab ich? Du hast den ersten Bunker besetzt, hab ich das. Achso, ja. Ja, ich erweitere gerade den Bunker, dass 6 Leute reinpassen. Ja. Das ist bestimmt sinnvoll, aber damit kann ich nicht umgehen. Oh, das ist aber gut hier. Das wollen wir auf jeden Fall. So. Na komm, mach ihn hier. Das ist halt so die Möglichkeit, dass meine Hetzer, also diese blauen, die ich da gerade baue, sich quasi über kurze Distanz teleportieren können. Aber da komme ich eh nicht drauf klar. So, ich brauche mal ein bisschen mehr SP. Ach, das ist ja jetzt doof. Was denn? Das Upgrade gilt gar nicht für bestehende Gebäude. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das Upgrade hier von wegen, dass jetzt 6 Leute in meine Bunker reinpassen. Doch, eigentlich schon. Müsste sich sofort ausbauen. Aber das Upgrade ist jetzt schon seit einer Minute fertig und tut sich nix. Okay. Ihr seid auf mich angewiesen. Hm. Ich hab auch immer gedacht, dass das auch... Also eigentlich hat das auch mal bestehende Bunker erweitert. Was du? Ah, die sind bestimmt auch gut, aber kann ich auch nicht mit umgehen. Können mit der Hälfte hier nicht umgehen, das ist schlimm. So. Oh, das läuft gut. So, zack. Zack. So, zack und zack. Und dann noch 3, dass wir da unten auch wieder 10 haben. Alles klar. Läuft. Weil hier oben, genau, Mineralienfelder schöpft. Da fängt es nämlich schon an. So. Hier vorne weiter ausbauen, bitte. Zack, 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 go, go. Du bildest fleißig aus, das ist schön. So. Ist hier noch irgendwo ein... Ah, Sascha holt sich jetzt auf das zweite Mineralienfeld hier. Jo. Ah, ne, hast du schon sogar. Genau. Gut. Oh! Oh? Ui, da greifen die Protoss an. Uiuiui. Alles klar. Aber auch kein Problem. Nö, nee, noch nicht. Obwohl so das ein bisschen verwirrend ist, wer jetzt wer ist. Ja. Naja, ein bisschen erkennt man es ja doch noch. Alles klar. Gut, dass du da deine Bunker hast, mein Junge. Was brauchst du denn jetzt? Ah doch, jetzt kann ich sehen, dass jetzt kann ich 6 Leute da platzieren. Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Forschung abgeschlossen. Oh, da kommt ein Overlord scouten hier. Frech sowas? Finde ich auch. Da müssen wir doch erstmal Einhalt gebieten. So. Das Gute als Protoss ist halt, die müssen meine Arbeiter das entsprechende Gebäude, was ich bauen möchte, nur einmal anstupsen und dann wird das von alleine gebaut. Also ich brauche dafür nicht konstant eine Einheit. Ja, das ist echt nicht schlecht. Das ist echt gut. Gefällt mir auch immer wieder. So, wollen wir noch eine Schmiede. Das dauert mir alles zu lange. Noch. So. Jetzt mal die Bogen. Ich bin hier in den Schatten. Haben wir noch 25 hier? Was sind das denn jetzt? Achso, doch, das sind Space Marines. Okay, Overlord ist weg. So. Meine Armee wird sich vergrößern. Was war das denn gerade? Was war das gerade? Da war gerade so eine Zerg-Explosion an meinem Maschinen-Dock. Ah, er kann. Das ist eine Spezialfähigkeit von diesem Overlord. Der kann das Gebäude für irgendwie 11 Sekunden oder so außer Betrieb setzen, quasi. Ah, okay. Ganz assig. So, du erforscht das Upgrade und du erforscht das Upgrade. Und du kriegst hier auch ein bisschen Boost. Müsste ja eigentlich für beide gelten, ne? Genau. Zack, zack. Was hältst du gleich mal von Stürmen versuchen? Ich hab noch fast keine Einheiten, du. Ja doch, du hast ja 6, 12, 18. Ja gut, soll ich die Verteidigung aufgeben da? Wenn wir angreifen? Warum nicht? Wie du meinst. Ich würde es versuchen und den Gegner einfach mal überrennen. Aber warte mal, Weil ich glaube nämlich, auf Mittel ist der Computer noch nicht so gut, das müssten wir locker schaffen können. Ich
Ja, aber eine Einheit würde ich gerne noch dazu setzen. Ja, die muss bitte. Ich aber erst noch kurz entwickeln. Okay. Muss er erst noch entwickeln, sagt er. Sascha baut hier fleißig, da kommt ein Raumhafen hin. Was kommt da hin? Akademie, glaube ich, ist das. Das ist ein Waffenlager. Waffenlager, genau. Ich habe nicht genug Vespingas, was soll denn der Scheiß? Boah, jetzt kommt eine Frage, kann ich dir? Ressourcenhandel. Wie geil ist das denn? Wie viel Vespingas brauchst du denn? Nö, jetzt habe ich. Ist das angekommen? Ich glaube ja. Danke. Du kannst oben rechts neben den Mineralien. Ressourcenhandelsmenü? Genau, da kannst du anfragen oder geben. Aha. Nett. Ich glaube, ich soll mal noch eine dritte Kaserne bauen. Ich habe irgendwie so viele Mineralien übrig. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe 2000 Mineralien übrig, falls du irgendwie was brauchst. Ja, ich auch. Eigentlich nicht gut. Du sollst keine Mineralien übrig haben. Die sollten ständig irgendwie. Oh oh! Ja. Große oh, oh. Gegnerwelle. Oh oh. Das ist ein bisschen sehr rot alles gerade. Gut, dass du deine Verteidigung nicht aufgegeben hast. Oh nein, Erfährtsdinge. Ich hasse diese Viecher. Okay, die waren schnell down. Irgendwie. Gott sei Dank. Ja, meine Einheiten haben ja auch alles abgekriegt hier. Die armen Schweine mal wieder. Na, ich glaube, war gar nicht so verkehrt, dass ich hier meinen Sensorturm aufgestellt habe. Da kommt noch was. Okay, yo. Ja, dein Sensorturm ist echt geil. Was kommt da? Soll ich dir da oben bei dir auch nochmal einen hinstellen? Ja, gerne. Weil ich denke, das ist ja wahrscheinlicher, dass die von da kommen werden. Richtig. Mach das mal. Das ist eine gute Idee. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt, sehr schön. Dann mach mal bitte weiter mit dem Upgrade und du machst mal das Upgrade. Einfach mal alles upgraden, ne? So, setzen wir da mal einen hin. Da ist ja immer noch ein Overlord bei mir. So ein Dash. Hallo? Kollege Tonschuh? So, also mittlerweile ist die dritte Kaserne. Oh, da ist ein Spionage-Dingenskirchen von dem Protoss bei uns. Okay. Aber ich glaube, das ist wirklich nur zum Spionieren. So. Ach, du hast so ein paar Kanonen in Auftrag gegeben. Ja, yep. Können sowas auch entdecken. Oh, da kommt wieder was. Jo. Oh, nur eine Drohne. Aber da kommt daneben was. Ja. Die platzieren sich aber erstmal. Das werden Zerklinge sein. Zerg. Nehme ich an. Ja, mit, weiß ja nicht, was das für Viecher sind. Protoss, das ist ein Hetzer. Protoss? Protoss-Kampf. Oh, Tatsache. Aber wir sind hier ja gut geschützt durch deine Truppen. Oh, du hast Dings gebaut hier, so ein Fett. Tor. Tor, genau. Da findet mir der Kampf ein bisschen zu weit vorne statt, wenn ihr noch ein Stück nach hinten kämet. So. Vorwärts jetzt. Mal gegenmarschieren. Seine Armee sind gerade tot. Kommst du mit? Oder noch nicht? Verteidigst du, falls mein Angriff scheitert. Ja, machen wir das so erstmal. Okay. Wie groß ist denn deine Armee? Geht so. Da kommt was von oben, obwohl das wird ein Overlord sein. Ich hab doch. Ach, ich hab nicht alle drei gekillt. Ich bin so blöd. Meine Güte. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, Krischi. Ich war. Oh! Hui! Hui! Stimmt, ich könnte auch mal so eine Roboterfabrik bauen. Ich glaube, ich hab keine Stimme. Nein. Taktischer Rückzug! Lauft! Flieht, ihr Narren! Nein, warte, das sind meine Einheiten. Nicht fliehen, nicht fliehen! Wir gewinnen! Oh mein Gott. Was ist euer Begehr? Boah, daran hab ich gar nicht mehr gedacht. Ich kann ja auch so eine Roboterfabrik mal bauen oder so ein Kram, ey. Ach komm schon, wieder keine Depots mehr. Was soll denn so ein Kack?
So. Ida ist kein Platz. Das wird doch gerade angezeigt, dass man da bauen kann. Oh. Uiuiui. Da ist kein Platz, willst du mich verarschen? Oh Scheiße. Mach die Dinger kaputt, schnell! Dann hat er keine Energie mehr. So, Protonkanon erstmal ausgeschaltet. Oh shit. Ganz schlecht. Oh, das ist jetzt kacke. Was ist kacke? Ich hab mein ein WBF eingebaut, der kommt da nicht mehr raus. Ich muss mal ganz kurz hier oben, glaube ich. Ich habe mich voll zugebaut, ne? Ein bisschen zugebaut. Ich helfe dir mal kurz. Kommt doch mal da runter. Was ist mit euch los? Warum lauft ihr da nicht mehr hin? Wenn ich euch sage, ihr sollt da hinlaufen. Ihr Deppen. Wir sind eins. Nein, das war sehr dumm von mir. Was ist euer Beginn? Los, kommt mal nachgelaufen einfach. Ach, wir daraus halt Steuerung 3. Dum. So, was kommt denn da jetzt an? Oh, da kommt wieder ein Overlord. Alter, wie schnell der wie lahmarschig der schwere Kreuzer ist, wa? Ja, aber dafür ist er halt sehr stark, ne? Oh Gott, wie mich der Gegner überrennt! Oh, da kommt Verstärkung! Hehe, hier. Los, mach seine Truppen platt, die abhauen wollen. Mach sie platt! Er darf nicht fliehen! Ich greife mal einfach ein bisschen an, wa? Ja, klar, hau rein. Oh Gott, was eine Schlacht hier. Stimmt, ich habe voll die schöne Roboterfabrik vergessen zu bauen. Das könnte man ja mal echt tun. Jetzt getan. Was mal hier? Bau mir doch mal so eine, habe ich gesagt, Roboterfabrik. So, geht damit. Und hier. Was macht ihr eigentlich gerade? Ach ja. So, ihr seid fertig. Dann machst du mal das und du mal das. Und du hier. Und du hier. Und dann hier. Und was? Wir werden angegriffen? Und hier. Oh. Und wo ist meine Armee? Ist immer noch am Schnetzeln. Wie viele Pylonen stellt der Typ immer auf einen Fleck? Wo bist du? Ich greife hier den unteren Stützpunkt des der Protoss an. Okay. Da braucht mir davon mal noch einen ran hier. Komm, bumm. Geht sogar mit den Mineralien gerade, weil ich meine Mineralien fast abgebrochen habe. Also. Obwohl es geht. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Zack. Verbündeten bekommen. Oh Gott, ich hab 14 vom Dings hier. Ja gut, alles klar. Wir haben doch bestimmt auch irgendwo genau. Zack. So, lauf da mal hin. Oh. Oh, meine Armee ist tot. Uncool. Die Zerg breiten sich gerade auch wieder irgendwo hin aus. Ich sehe noch nicht so ganz wohin. Alter, mein schwerer Kreuzer wird gerade ein bisschen auseinandergenommen. Alter! Komm mal hin noch platt. Zieh lieber zurück, der ist teuer und du kannst ihn reparieren. Kann ich? Ja klar, mit dem WBF. Zu spät. Okay. Aber egal, der nächste sollte schon bereitstehen. Ja. Okay, also irgendwie war unsere Offensive nicht ganz so erfolgreich, wie ich dachte. Der hat sich doch besser verteidigt, als ich angenommen habe. So, du brauchst mal zwei Unsterbliche. Das hat Konsequenzen, lieber Computer. Das hat Konsequenzen. Schlimme Konsequenzen. Ey, du Wichser. Der hat meine Fabrik einge... eingedingenskircht. Ne? Weiß Bescheid. Aber auf jeden. So, warum habe ich denn so wenig Vespingas? Neulie! Hast du Mineralien? Davon habe ich 7500. Okay, dann schieb mir doch ein bisschen was rüber, dann schieb ich dir ein bisschen Vespingas rüber. Aber ich kann dir nur 500 geben, weil ich habe nur 1000.
Ja, nee, dann lass stecken. Jetzt 1000 habe ich jetzt auch schon gegeben. Achso. Jetzt habe ich dir gegeben, Junge! Schieb mal Mineralien rüber, weil Mineralien sind leer. Bei mir. Ich habe noch 70 Mineralien. Ich habe natürlich ganz noobig nicht drauf geachtet, dass meine Mineralienfelder langsam abgebaut sind. Da kam dann nichts mehr nach. Ach, jetzt habe ich meine. Ach, mein Gott. Ich hoffe, 1500 reichen erstmal. Ja, ja. Danke. Reicht locker. Ich dafür. So, wie sieht es eigentlich mit euch Unsterblichen aus? Ihr seid auch voll aufgerüstet, sehr gut. Profitiert davon also auch. Ja, das ist so. So, mach mal hier fertig, hier fertig. Du, Kollege Dunsch, mach mal hier fertig. Also die Zerg müssten jetzt hier links sich noch eine neue Basis hingesetzt haben. Okay. Kurz so, lauft. Irgendwas passiert hier, irgendwer schießt. Echt? Klang gerade so. Aber scheint vorbei zu sein. Ja, doch, hier sind Zergs. Zergs. So. Finde ich aber gar nicht gut. So, ja, Krischi, da stehen 3 Meter neben dir Zergs. Ja, bin dabei. Geht los. Gott. Deine Leute stehen meinen Einheiten im Weg. Deine Verbündeten. Komm, dein kleiner Kreuzer stirbt. Sascha, schieb oh. Den Kreuzer weg! Oh Gott, oh Gott! Ja, wir hatten mir keine Meldung gegeben. Schweinerei! Na egal. Ich bin das Herz. Machst du nichts? Okay. Gott, stellen wir uns noobig dämlich an gegen Medium Computer. Ich wollte gerade sagen, gegen Medium Computer. Kalt ist die Leere. So. Wir machen genau den gleichen Fehler, den der Computer auch macht. Wir greifen nicht zusammen an. Im Namen der Rache. So. Ja, das ist sowieso nur eine kleine Zwischenbasis, also. Ja, eben, die wollen wir doch jetzt erstmal platt machen. Das sind nämlich Goldmineralien, die er hier versucht abzubauen. Die sind mehr wert, oder was? Ja, ja. Bei Gold kriegst du viel mehr Mineralien raus. Deshalb, wenn du kannst, immer irgendwo eine Basis heimlich bauen, wo Goldmineralien abzugreifen sind. Echt so. Gut zu wissen. Ne? Wir können nicht standhalten, Mineralien. Das heißt, wir können nicht standhalten, das ist verarscht. Der Arme. Oh Gott. LOL. Da ist auch schon wieder ein neuer Zergstamm. Alter Schwede, wie die Zerg sich ausbreiten, wa? Ja, nicht feierlich. Weißt du, dass die Folge mittlerweile 27 Minuten geht? Jo, hab ich mir fast gedacht. Ich glaube, die müssen wir auch splitten ein bisschen, ne? Ach, wat. Dann viel Spaß bei dem Upload, du. Ja, ja. Ja, die Noobigkeit kannst du ja keinem 2 Folgen anfangen. Hallo, was machen wir wieder angreifen, Kollege? Ah ja, genau, da stehen jetzt erstmal 20 WBFs vor mir rum, weil die nicht so clever sind und zum nächsten Mal Mineralfeld hingehen. Was war das? Alter, kam der mit dem Riesenkoloss an. Ich hab das auch vergessen zu bauen. Ich hab so viel von StarCraft vergessen, ne? Nun gut. So, gleich habe ich ein Problem. Das wird mal Zeit, hier in die richtige Basis vorzustoßen. Und die Produktionsgebäude kaputt zu machen. Also wir machen uns das einfacher. Ich hab gleich keine Mineralien mehr. Oh, warte mal, ich hab den. So. So? Große Schwäche der Protoss ist halt, alle Gebäude gehen aus der Kühlung kaputt. Das heißt, der Produktion brechen ab in 10 Kammern. Das nutze ich gerade mal ein bisschen aus. Vorsicht, Zerg von hinten. Jo. Ah.
Ach komm schon, jetzt habe ich schon wieder keine Kirche mehr. Ich glaube, ich sollte mal wieder. Was solltest du mal wieder? Einfach Einheiten. Ach, Vespingas ist auch aufgebraucht. Super. Ja, bei mir ist auch gleich. Ich habe ja keine Mineralien mehr. Das ist zur Ausnahme ja mal was Gutes. Nein, die Roboterfabrik war eine gute Idee. Jetzt geht's hier vorwärts, jetzt geht's hier vorwärts. Die Basis des Roboters ist gleich kaputt. Huch! So, wenn mehr Einheiten an diesen. Dieser kleine, kleine. Miese. Okay. Ach ja. Hoppala. Ganz kurz alleine klarkommen, Kinder. Ich muss mal ganz kurz was abchecken, aber ich glaube. Ah ne, die laufen sogar noch. Okay. Gut, dann. Da sind die Mineralienfelder jetzt auch schon erschöpft, Alter, jetzt. Zack. Jetzt wird's langsam knappig. So ein bisschen, ne? Zack und zack. Und ihr alle. Kommt mal nach. Meine Güte, wie häufig sollen hier noch die Meldung kommen? Eure Verbündeten werden angegriffen. Ich kann auch nichts mehr machen. Ich baue gerade eine Armee auf, um mich zu unterstützen, aber dauert noch nicht. Huiuiuiui. Hab ich dran denken müssen. Achso, das sind meine. So, Steuerung 2, jetzt sind wieder die falschen Steuerungsbefehle. Hoppala, da klingelt ganz das Telefon bei mir. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ja genau, geh mit, nimm! Uiuiui. So, nächste Basis platt machen hier. Alles wegschießen, so langsam, was sich hier bewegt. Reicht. KI hat lange genug ihren Auftritt gehabt. Das ganze 30 Minuten dauert schon peinlich genug. So, aber den wieder wegschießen, hat sich bewegt. Uiuiui, 100 mal Hydralisken oder was das da war, glaube ich. Alter, nicht Hydralisken, Quatsch, Hydralisken war ja die kleine. Oder hier ganz hin ist mit seinem Zerg, wa? Das ist ja nicht feierlich. Vor allem hier steht nirgends was. Wie kann sich denn dieser scheiß Schleim so weit ausbreiten? Du kannst mit der Königin den Schleim verbreiten, glaube ich. Und du, also hier steht nicht auch ein einziges Gebäude. Und vielleicht benutzt er das ja auch ein bisschen fahren. Ja, auf dem Schleim bewegen sie sich schneller, so irgendwie war das, ne? Ich komme da jetzt mal ein bisschen zur Hilfe hier. Ja, zwar nur mit 2, 4, 6, 8, 16, 20 Marines, aber immerhin. Oh. Also, Krischi, militärisch gesehen bin ich doch bestimmt im Plus vor dir, ne? Oh! KI 2 GG. Jawohl. Haben wir das angenommen oder abgelehnt? Ich habe angenommen. Okay. Ja, ich dachte, wir müssen das jetzt nicht noch länger in die Länge ziehen. Ne? Ja. Aber auch geil. KI sagt GG. Ja.
Blizzard hatte das mal eingeführt. What the fuck geht hier ab? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Genass. Schießt sie platt, schießt sie platt. Alle Schwede. Oh, das haben sie nicht mehr aufgebaut. Ich kann gerade sagen, geht so ein bisschen die Party ab. Alter. Wenn man denen nicht sagt, was sie kanalisiert haben, dann machen sie auch nichts Sinnvolles. Ja, du hier, die beim Zerg stehen auch nur blöd rum, gerade bei dir, ne? Ah, okay. Mal wieder. Mal da oben alles platt. Hier, hier wieder. Ich weiß, dass ich zusätzlich Pylonen bauen muss, ich hab's verstanden. Ich hab grad keine Zeit dafür. Ruhe. Bitte lass da keine Drohnen mehr kommen, sonst haben wir gleich ewig noch keinen weiter. Was ist denn da aus? Ah, das ist so eine neue Tarnung des Wurm-Einheit, ne? Glaube ich. Nein. Keiner mehr. Oh, die hauen ab. Jawohl, Junge. Mein Gott. Was für ein Gemetzel. Boah. Ja, muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel, aber es macht ja echt richtig Spaß, ne? Es ist ja ein geiles Spiel. Punkteübersicht. So, erstmal aufsteigen hier. Genau. Plonk. Oh, reicht nicht mal für Stufe 6. Na gut. Aber wir haben gesiegt, Sascha. Wir haben gesiegt. Wir haben es geschafft. Mhm. So, Leistung. Ressourcendurchschnitt. Wie kann der Computer Aims per Minute haben? Das sind Acts per Minute, du. Aktion pro Minute. Ja. Okay, nee, alles gut. Punkteübersicht. Ja, mit Abstand letzter Platz. Eieieiei. Oh, in der Gesamtübersicht, wir haben gewonnen mit 121.750 Punkten, aber darum geht's ja hier gar nicht. Ressourcen, Einheiten, Gebäude, Technologie. Oh, Technologie warst du fast vorne. Technologie? Was ist denn Technologie? Punkteübersicht. Ach da! Ah! 50 Punkte! Ich glaube, ich habe 78 Gebäude zerstört. Ich habe 401 Einheiten vernichtet. Und selber 141 Einheiten gebaut. Boah. Baureihenfolge? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und Grafen. Grafen sind doch immer schön. Wer hat da Armee? Gut. Aber ich würde sagen, dann mit dieser schönen Punkteübersicht war es das von der ersten Folge StarCraft 2. Das hat jetzt ein bisschen lange gedauert, das tut uns leid. Ich glaube, die nächste Folge, wenn wir die KI auf schwer stellen, sind wir schneller tot. In der Tat. Und dann, ja, mal gucken, ob Sascha mal aufnimmt oder ob ich aufnehme. Wie auch immer. Ich glaube, dass ich aufnehme, will keiner sehen. Ach, warum nicht? Ist doch auch mal interessant. Auf jeden Fall jetzt erstmal, bevor die Folge gleich wirklich 40 Minuten lang ist, bedanke ich mich bei euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wünsche euch dann einen schönen Tag. Jo, ich ebenso. Bis die Tage, Leute. Tschüss.